Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars die Skywalker-Sage. Ich habe gerade aus Versehen irgendwie so eine Minute aufgenommen, habe vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Kanzler Strings. Deswegen sind wir gerade mitten in einem Gespräch mit Senator Palpatine. Der die Kontrolle übernehmen und uns Gerechtigkeit verschaffen kann. Ja, klar doch, Palpatine. Ist natürlich peinlich. Da oben ist das Senatsgebäude. Können wir ein bisschen schneller laufen? Das wäre sehr nett. Ah, wir sind da. Diese Transporter bringen uns zum Senatsgebäude. Ich habe dort noch einiges zu erledigen und werde nun aufbrechen. Wenn ihr bereit seid, kommt in mein Büro und wir gehen zusammen zu der Sitzung. Bis dahin. Ich glaube, Amidala braucht kein Tutorial, wie man einen Speeder benutzt. Oder ein Taxi, ja gesagt. Quer über den Planeten? Steigt ein und streckt die Beine aus, oder was auch immer ihr habt. Da, das Senatsgebäude. Ab Gute geht's! Reise! Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen. Witzig. Obwohl das in Coruscant eigentlich gang und gäbe ist. So, los, junger Anakin. Ich wollte gerade Luke sagen, aber das macht ja keinen Sinn. Digga, wie das hier leuchtet. Ah. Da seid ihr ja. Seid ihr bereit für die Sitzung? Ja, war klar doch. Utini! Utini. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um die Föderation aufzuhalten. Ruhe im Saal! Ruhe! Ehrenwerte Vertreter der Republik. Hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Ruhe im Saal! Ruhe! Ich habe beschlossen, nach Naboo zurückzukehren. Bitte, Euer Majestät, bleibt hier in Sicherheit. Ich werde Anakin zu meinem Padawan-Schüler machen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Geht mit der Königin nach Naboo und lüftet das Geheimnis der Sith. Ungewiss die Zukunft des Jungen ist. Mann, ich find's echt schade, dass nicht die richtigen Synchronsprecher da sind. Denkt ihr wirklich, wir können Boss Nass dazu überreden, uns zu helfen, Eure Hoheit? Welche andere Wahl haben wir? Ich bin überzeugt, dass wir es können. Ihr se kennt Boss nicht wie mich se. Er ist stur wie Pamba. Optimistisch wie immer, Jar Jar. Ja. Wohin soll es heute gehen? Alles bereit. Zur Landeplattform Nord. Oh Gott, oh Gott. Die ganze Zeit hin und her. Ist ja immer nervig. Gut, und jetzt wieder zum Landeplatz, wo wir hergekommen sind. Wieso sind wir jetzt extra zum Senatsgebäude gegangen? Nur um den Palpatine kurz zur Rede zu sprechen, damit wir sagen, dass wir wieder zurück nach Naboo gehen. Verstehe ich nicht. Egal. Ab geht's nach den Panogasi. Zu verkünden, dass ich neue Tipps habe. Diese verdammten Tipps-Druiden, die gehen mir langsam echt auf den Sack. Die sind ja überall. Ich brauche die gar nicht. Okay, ich habe einen neuen Skin bekommen, das ist super. Hey, wo soll ich jetzt hier hin? Wieso soll ich denn jetzt wieder nach Otto Bunga gehen? Na gut. So, jetzt sind wir bei Otto Bunga. Hier ist weit und breit niemand. Ich hoffe, dass Boss Thronsaal von Otto Bunga in seinen Thronsaal. Nach Boss Nass. Okay. Irgendein Boss sollen wir jetzt hier finden. Aber ich bin doch hier der Boss. Ah, oh, ich schaff diesen Sprung immer nie. Hier ist auch niemand. Wurden Sie gefangen genommen? Vielleicht. Vielleicht sind sie auch geflohen. Na
klar. Gungan versteckt. Wenn in Schwierigkeit gehen an heiligen Platz. Mechanik sie dort nicht finden. Kommt! Irgendwas läuft hier anscheinend schief. Wo sind denn die ganzen Bewohner? Dann gehen wir mal zum heiligen Ort. Zum Heiligtum. Ja. Hallo. Kommt nie auf einmal her. Meine Güte, brauchen wir lange. Das ist ja wirklich hin und her gelaufen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Hier drüben. Nächste geheimen Eingang gefunden. Mixe brauchen Geheimschlüssel für heiligen Platz. Mixe weiß, Schlüssel ist hier irgendwo. Soll ich auch noch einen Schlüssel finden? Hier, bitte sehr. Ach so, er findet es selber schon. Aber heftig, Futschi. Mixe reparieren und heiligen Ort betreten. Das ist ja gut, dass wir einen Jar Jar Binks haben. Das nennt man dann wohl Köpfchen. Mixe sicher, Boss, lass hier sein. Das nennt man einen sinnvollen Jar Jar Binks. Was? Jar Jar Binks, du hast besser guten Grund. Wir bringen Fremde an heiligen Platz. Wir sehen das jetzt. Ich bin Königin Amidala. Nein, ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein, ich bin Königin Amidala. Dobra Kuikuni Amidala. Putini. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Ich bedauere dieses falsche Spiel, aber ich musste mich schützen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird das auf immer verloren sein. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Vielleicht. Wir werden freuen. Gehen wir zurück zum Palast. Wir müssen ihr Kontrollschiff angreifen und den Vizekönig stellen. Ja, diese ganzen Fake-Amidalas. Die Gungans werden ihren Teil tun. Aber wenn der Vizekönig entkommen sollte, kehrt er sicher mit einer weiteren Droidenarmee zurück, Eure Hoheit. Deshalb müssen wir sofort nach Seed und den Palast zurückerobern. Was kann ich tun? Ich will auch helfen. Du kannst uns helfen, indem du dich versteckst und am Leben bleibst. Das klingt nicht sehr hilfreich. Wieso ist Anakin überhaupt noch hier, Digga? Annie, in Deckung! Schnell! Ja, was für ein badass Move. Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber das ist mein Schiff! Das übernehmen wir. Wir gehen den langen Weg. Da ist er. Der gute alte Darth Maul. Kriegt man Gänsehaut. Und denke an deine Ausbildung, Obi-Wan. Ich krieg richtig Gänsehaut wegen der Mucke. Okay, halten. Ja, ich weiß, wie man das macht. Ich habe das schon davor gemacht. Ich brauche doch jetzt kein Tutorial. Oh. Bitte, Spiel. Lass mich doch bitte was selber machen. Ich weiß auch, wie man ausweicht. Ja,
war hier ein bisschen Schwerter rein. Zack, zack, zack. Okay. Vielleicht habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich erkenne das nämlich nicht, weil ich spiele mit einem PS4-Controller. Ich finde diese Mucke hier im Hintergrund so geil. Nahkampf mache ich mehr Schaden, das ist gut. Oh, das spricht nicht besiegen. Die dunkle Seite ist nicht stark in dir. Ich spüre es. Er entkommt. Natürlich mit Ruinen. Wir haben Gesellschaft. Mo ist aber auch echt so ein geiler Charakter. Und der wird ja mal besser in den Klonkriegen. Scheiße, jetzt habe ich erst den Char gewechselt. Sorry, ich fieber gerade an diese geilen Mucke. Jetzt kommen die Druidikas. Ich habe übrigens gestern Abend nochmal den Film angeschaut. Das war kein richtiges Deutsch. Ich habe mir den Film nochmal angeschaut. Ich habe den noch ausgeschaltet. Jetzt. Also ich habe den Film mir nochmal angeschaut. Ja, also ich habe tatsächlich viel noch im Kopf gehabt. War alles richtig, was ich in den letzten Folgen gesagt habe. Und viel kommt da jetzt nicht nochmal. Das ist ja jetzt hier das Finale vom Film. Macht euch ab hier, ihr seid eh nur Schrott. Seid nicht mal intelligent. So. Hinterhalt. Na, und jetzt hier mit Qui-Gon Jinn. Jetzt nochmal Obi-Wan. Jetzt nochmal. Ah ne, jetzt wieder Obi-Wan. Komm, Obi-Wan, die Macht ist stark in dir. Ich finde, die Bosskämpfe sind ja auch hier sehr, sehr gut gestaltet. Das erinnert mich halt wie bei The Complete Saga. Lego The Complete Saga war aber auch echt eine der geilsten Lego-Spiele. Weil sich da noch richtig viel Mühe gegeben wurde. Hey, er kann ja nicht mal was alleine machen. Der muss immer seine Droiden hier herholen. Obi-Wan, geht das nicht schneller? Was bringt das jetzt? Okay. Was für ein Sprung. Das werde ich nicht schaffen. Wir müssen einen anderen Weg zu ihm finden. Das sehe ich. Wir müssen von oben kommen. Das wäre jetzt meine Idee. Die haben Scharfschütze. Sehe ich das gerade richtig? Hallo? Geht der Fahrstuhl nicht? Die haben ja wirklich einen Scharfschütze. Ach, brauche ich diese Energiekugel hier? Ah ja, tatsächlich. Zack, ist drinne und aktivieren. Kurz den Sniper da ausschalten. Papa.
dein Ende ist nah. Oh, ich sehe da hinten schon die vier Wände. Ich bin gestorben. Hä, und seine Leiste ist einfach wieder da. Okay, wenn man stirbt, dann ist blöd. Jetzt flieht er wieder durch die Plasma. Was? Plasma-Raffine? Was für ein Wort. Diese Schilde sind äußerst gefährlich. Sei auf der Hut. Hier sind es, glaube ich, mehr. Kaputt. Dann werden wir sie von Hand halten. Keine Sorge. Mein Schüler. Ich bin für alles gewappnet. Na, verdammt nochmal. Jetzt mach auf die Scheiße. Aua. Tut weh. Schon wieder. Geduld, mein Padawan. Wir werden dieses Hindernis überwinden. Nein, da rein. Geht's jetzt? Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wieso ist hier keine Energie? Hä? Ah, erhebe dein Lichtschwert, Obi-Wan. Der Kampf geht weiter. Zack, 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 dort, wo das Loch ist, stehen. Die Macht ist mit uns. Wir werden siegen. Er steht komplett falsch. Er müsste da hinten stehen. Naja. Mr. Qui-Gon-Jinn. Ja, ich hab schon gefragt. Er müsste eigentlich sterben. Obi-Wan, versprich mir, dass du den Jungen ausbildest. Ja, Meister. What the fuck? Euer kleiner Aufstand ist beendet, Euer Hoheit. Hitze-König! Die Zeit eurer Besatzung ist vorbei! Ihr Narr! Wie ist dein... Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Wir müssen was unternehmen, Erzbo! Konnte er nicht sein eigenes Schiff nehmen? Jetzt, Funkenkrieger, wir sind bereit für unseren Teil. Wir sind Kämpfer. Wir sind eine Riesenarmee. General Jar Jar, wir messen uns am Schlachtfeld. Lol. Ich dachte, das war schon mit Episode 1. Wir machen aber tatsächlich noch die Schlacht auf Naboo. Interessant. Jetzt, Jar Jar. Wir müssen zu anderen. Warte mal, wir gucken erstmal hier hin. Wir sind nach.
Darf mal. Ihr könntet 200.000? Oh, scheiße. Ein bisschen zu teuer. Oh. Nur nicht genug. Kann ich dafür jemand anderes kaufen? Wie habe ich denn noch alles? Aha, ich habe so gut wie gar keinen. Ich hätte keine Darth Maul, ne? Ah, guck mal, jetzt die 3 Büro könnte ich mir sogar kaufen. Ach, Gerücht kann ich mir kaufen. Wo man den bekommt. In Episode 3 und Episode 4. Okay. Geil, hab mir jetzt irgendein Gerücht geholt, wo ich mir wahrscheinlich das auch sparen könnte. Wer ist Gascano? Ach, das war der Typ bei dem Podracer. Haben wir noch ein paar Charaktere. Gucken wir mal alle Charaktere nach. Okay, okay. Haben wir noch irgendeinen Charakter ausgelassen? Was ist das hier? Ah, Luke Starkiller. Ist ja geil. Ich weiß gar nicht mehr. Ist es nicht aus diesem Spiel? Ich glaube, das müsste aus dem Spiel sein. Haben wir noch irgendeinen Charakter jetzt? Noch nicht behandelt. Finde aber kacke, dass hier schon die Namen stehen. Ich will ein bisschen überrascht werden. Ne? Das war's. Schade. Okay, Leute. Dann beenden wir Episode 1 in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.